Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 18. Januar 2022. Und unser DAX hat sich zum Montag gar nicht mehr bewegt. Also wer da vor dem Bildschirm stand und gebetet hat, dass da noch was passiert, wurde auf jeden Fall nicht erhört, denn die Amerikaner hatten Feiertag. Und wie so oft zu einem amerikanischen Feiertag bewegt sich einfach schlichtweg nichts an den Börsen. Also da gab es früh ein paar Bewegungen, aber letztendlich war es auch so erwartet gewesen, ne? Wir hatten darüber gesprochen, dass wir oben vielleicht nochmal so eine 79 bis 1620 antippen, dass es sich von dort vielleicht wieder runterdreht und da steckt da ja noch drin. Ja, also wir haben die 1970 angetippt, sogar sehr genau, sind eingedreht, haben uns nach unten gedreht und hier fehlt jetzt einfach noch so ein bisschen dieser Kick halt, ne? Also ein bisschen Volumen, ein bisschen Handelsumsatz. Der kann zum Dienstag durchaus kommen. Müssen wir ein bisschen im Blick behalten, wie verschneit es bei den Amerikanern bleibt. Ich habe jetzt nachrichtenseitig noch gar nichts mitbekommen, habe aber von vielen Bekannten aus Kryptoforen, die in Amerika leben, mitbekommen, dass sie teilweise wirklich so viel Schnee haben wie seit gefühlt 40 Jahren nicht mehr. Und wenn dann natürlich jetzt zum Dienstag keiner zur Arbeit kommt und irgendwie halb Amerika zugeschneit ist, kann ich mir gut und gerne vorstellen, dass dementsprechend auch gering die Umsätze sein werden halt, ne? Der eine oder andere vielleicht gar kein Internet hat, gar nicht zur Arbeit kommt, gar nicht an ein Paket kommt, die ganzen institutionellen Händler damit fehlen, oder zumindest frei machen, Urlaub nehmen, Tagkasse machen und so weiter und so fort. Kann es natürlich auch sein, dass sich der Dienstag gar nicht so großartig bewegt, ne? Also müssen wir mal gucken. Wir haben grundsätzlich eine Verfallswoche. Wir haben in Verfallswochen sehr oft am Donnerstag bzw. Mittwoch vorher nochmal richtig viel Bewegung. Deswegen ist der Dienstag erstmal ein bisschen außen vor. Ja, Punkt. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht besprechen. Ich würde dabei bleiben, oberhalb von 16.100, so haben wir es, 16, also oberhalb von 16.020. Wie haben wir es denn gestern gesagt? Gestern, doch, gestern haben wir gesagt, oberhalb von 16.020 hätte der DAX durchaus Potenzial zu 16.100 zu gehen und darüber wieder Richtung 16.230. Das bleibt auch weiter gültig, da ist er ja auch über den alten Trigger nie drüber gekommen. Unten würde ich den anderen auch aktiv lassen. Den hat er uns zwar schon mal mit dem Fehlsignal beehrt, bleibt aber weiterhin gültig, ne? Und so dass man das quasi so machen kann, ne? Also ich würde grundsätzlich alles, was unter 15.900 geht, eher als negativ bewerten. Nochmal mit Potenzial Richtung 8.30 zum einen, aber eben dann auch 7.80, 7.40, 7.50 hier die Zone. Und dazwischen ist erstmal Range und da kann er auch einfach nur hin und her schieben jetzt, ne? Wenn der Dienstag jetzt auch eher ruhig wird, einfach hier zur Seite geht es ja vollkommen okay. Über 79 würde sich ein bisschen die 1620 antriggern, über 1620 dann die 16.100 antriggern und darüber ist er eigentlich schon wieder sehr positiv zu werten. Ja, das ist dann kein großes Hexenwerk, dann bis 2.30 hoch. Also spätestens da würde ich vielleicht auch offene Shorts mal kritisch überdenken, gegebenenfalls vielleicht Aushedgen rausnehmen kurzfristig. Damit man das nicht bis 230, 300 noch aussetzt, weil der geht dann bestimmt eh durch und setzt sich dann da oben noch Richtung 400, 490 durch, wenn er denn zu positiv tendiert. Dann dreht er sich hier eher weiter runter, was ja auf das passen würde, was wir gestern gesagt haben. 79 und abdrehen würde durchaus Sinn machen, nochmal unter die 900 zu testen. Und wenn die dann fällt, 900, wenn die 900 fällt, dann die 830 und wenn die 830 fällt, dann nochmal auf 87, 57. Ja, und von daher machen wir das hier schon zu, fassen wir es recht kurz. Ist aber auch, denke ich, vollkommen okay, es ist ja nichts passiert. Theoretisch gilt die Analyse von gestern einfach nur weiter, ein bisschen aufgezogen durch den amerikanischen Feiertag. Damit wünsche ich euch gutes Gelingen zum Dienstag, viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.